Gasopod. Ein Gasopod. Ich find Beutelrüssler viel cooler. Ich nenne den weiterhin Beutelrüssler. Ein Gasopod. So, dann an dieser Stelle hallo YouTube, nachdem ich die ersten 10 Minuten schon verkackt habe. ich fange nochmal neu mit Subnautica an, weil ich das jetzt mal nicht gespeichert habe. Und ja, den Anfang kennen wir schon aus dem Angezockt. Wir waren ja noch nicht so weit und ich weiß jetzt auch, was ich zu tun habe und auf was es vielleicht ein bisschen ankommt. Also kann ich mir da jetzt ein bisschen... kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus. Oh, wo wird die Platte diesmal hinfliegen? Oh. Oh. Ja, so ist das. So ist das. Oh, und es brennt schon wieder. Welch ein Zufall. Quack, quack, quack. Auf geht's. So, dann einmal den Feuerlöscher nehmen. Das Schöne ist, das Spiel hat auch Kontrollunterstützung. Ich habe das nämlich letzten Samstag meiner Frau mal gezeigt auf mit Steam In-Home Streaming. Und das war echt ziemlich cool. Allerdings ist nichts besser wie eine vernünftige Maus. Das muss man natürlich auch mal sehen. Subnautica erscheint im Januar 2018. So, Detail Survival Advice, PDA, bla 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 bla, ist alles schön und recht, brauchen wir alles nicht. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ich habe ein Head Trauma, toll. Nicht schlecht. Medkit-Fabrikator. Da ist ein Medkit drin. Was braucht man noch? Braucht man irgendwas? Fabrikator kann man nichts machen momentan. Und da ist der Kommunikator. Okay, sehr schön. Dann machen wir das einzig Richtige und gehen erstmal raus. Bam, bam, bam. Die Aurora hat einen Rumpfschaden erlitten. Ursache unbekannt. Colonist kenne ich gar nicht. Und vieles andere nicht. So, wir gehen erstmal unter Wasser. Wir brauchen als erstes ein paar Säurepilze. Vielleicht diesmal nicht so viel. Wir nehmen erstmal 4 Stück mit. Und danach gehen wir gleich mal... bist du? Bist ein... Bleib da. Bleib gefälligst da. Bleib gefälligst da. Boomerang. Baba. Oh, den hätte ich auch nehmen können. Verdammt. Wenn ich so langsam wäre. Ah, ja richtig. Wir haben noch gar nicht... Oh Mann, wir haben noch gar nicht den Extended... Den Extended Oxygen Tank. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen häufiger auftauchen. Bevor wir mal hier neu erkunden gehen. Was ich jetzt an dieser Stelle schon mal feststelle, das Spiel hat eine zufallsgenerierte Karte. Ja, es sieht nämlich alles anders aus als das letzte Mal. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Oder es sieht genau gleich aus und ich weiß einfach nicht. Ich kenne mich vielleicht einfach nicht aus, kann auch sein. Ein bisschen Metallschrott. Vielleicht ist es aber auch doch das gleiche. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hallo Ben. Zerbricht den Kalkstein. Oh ja. Ja. Zack, zack. Und? Haben wir noch irgendwo Kalkstein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich erstmal runter. Es geht nämlich direkt unterhalb so eine kleine Höhle. Und in der Höhle hier unten gibt es jede Menge Zeug. War hier. Ich hoffe, dass ich nicht gleich wieder in die Luft gesprengt wird von irgendwas. Außerdem vermisse ich noch unsere Beutelrüssler. Komm, komm. Stielauge. Schwarz, verglast. Oh oh, oh oh, oh oh. Ja, toll. Und er hat sich wieder in die Luft gesprengt von mir. Sehr gut. Sehr gut. Free-to-play-Klon von Age of Empires. Ja, das heißt Zero HD. Zero AD. Das ist relativ cool. Das versuche ich meiner Frau schon die ganze Zeit aufzudrehen, weil meine Frau ist begeisterte Age of Empires-Zockerin. Und, ja. Deswegen. Bist du? Kalkstein-Abstoß? Okay. Kupfer. Müssen wir gleich wieder rauf.
Wenn ich rausfinde, hoffentlich. Oh oh. Oh oh, ich muss wieder raus. Ich muss wieder raus. Hallo, wo geht's raus? Verdammte Scheiße. Na toll. Na toll, prima. Ich habe mich in der ersten Höhle, wo ich bin, einfach Vollgas verfranst und verlaufen. Toll. Ganz, ganz toll. Oh mein Gott. Das fängt ja schon wirklich gut an. Prima. Prima, echt. Meine Güte. Oh. Gut, dann nochmal runter. Die Eier kann ich erstmal wegschmeißen. Nicht spoilern schon wieder. Lass mir meine Fehler selber machen. Durch den Tunnel. Oder durch die Muschel, besser gesagt. Noch ein bisschen was mit. Was haben wir denn alles? Wir sind fast voll. Ich würde noch ein bisschen Schwefel mitnehmen. Das ist Notfalldüse. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Vielen Dank. Na toll. Das hilft aber auch nur. Hallo? Hallo? Och nö. Och nö, das fängt ja erstmal super heute an. Grandios. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Okay, also, halten wir mal fest. Keine gute Idee. Keine gute Idee. So, und noch Husa noch einmal von vorn, sage ich nochmal. So ein Mist. Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein. Ich war es vom letzten Mal echt noch gewöhnt, dass dass mir da nichts passiert, weil ich eben so viel Sauerstoff schon habe. Aber irgendwie darf ich tatsächlich noch nicht so weit raus. Ich meine, die Notfalldüse ist zwar schön und recht, aber irgendwie bin ich fast schneller, wenn ich normal hochschwingen würde, das Gefühl. So, was haben wir hier noch? Hier, da sind sie, unsere Beutelrüssler. Bam, 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 bam. Ich finde die super. Nadelrüssel. Habe ich Stahlrüssel oder Beutelrüssel gesagt? Ziel des Spiels ist Überleben. Einfach nur Überleben. Das Erste. So, was haben wir hier alles? Ja, ich möchte jetzt nicht wieder irgendwo rein. Und natürlich jetzt alles, was wir gesammelt haben, wieder komplett verloren. Weil ich so ein Idiot bin. Zacka. Glubscher. Glubscher sind übrigens sehr nahrhaft. Deswegen einfach mal mitnehmen. Einfach mal die Fauna mitnehmen, die herum. Fauna, die herumschwimmt. Du bist etwas verbuggt hier drin, mein Freund. Du bist auch etwas verbuggt. Das macht nichts. Du wirst es überleben. Glaub mir. Zumindest so lange, bis ich ein Messer habe. So. Dann nochmal runter. Ich würde mir mal ein bisschen was sammeln wollen. Ein bisschen Titan, ein bisschen Quarz. Vielleicht auch ein bisschen Schwefel in dieser Höhle. Und dann gleich wieder der tolle Sprengmeister. So, ich muss nur schauen, bei ungefähr 20 sollte ich zurückgehen. So. Zumindest sollte ich. Jetzt will ich schon wieder sterben. So, aber diesmal dürfte ich es ja wohl noch geschafft haben, ja? Meine Güte. Das war wieder knapp, oder? Mein Gott. Mein Gott. Wie soll ich den Fisch tauchen? Disco-Kugelfisch-Stew. Nee, das sieht nicht aus wie in den 80ern. Das gilt nur für 80er. Für 80er-Fische. Vielleicht sehen wir später noch 80er Fische. Haben wir alles? Okay, wir haben also schon relativ viel. Habe ich hier? Okay. Habe ich genug Titan? Ich habe eigentlich nicht genug Titan, oder? Ich habe verdammt wenig Titan. Oh, dreimal Titan, das ist ein bisschen wenig. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja, ich weiß. Wir müssen wieder auftauchen. So, wo ist noch Titan? Titan, Titan, Titan. Wie sagte schon einst ein Titan, Eier, wir brauchen Eier. Oh, das ist die falsche Sportart hier. So. Wo ist Titan? Wo ist hier Titan? Waren da nicht diese komischen Fische, die das Titan gesammelt hatten?
Oh, guck mal, hier ist Titan. Ein Apple-Logo? Was für ein Apple-Logo? Hier kein Apple-Logo. Und meinst du hier? Hier ist auch kein Apple-Logo. Niemals! Kein Apple-Logo! Und bloß weg von den sogenannten Beutelrüsslern. Komm schon. Oh, hier, wunderbar. Ah, ja, ja, ist ja gut. Bringst dich ja eh in die Luft, deswegen ist es eigentlich egal. Einmal komplett durch die Höhle und nochmal auftauchen. Okay, fürs Erste reicht's, glaube ich mal. Wir schwimmen mal wieder zurück. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein bisschen Titan, um hier etwas und wie ich das letzte Mal festgestellt habe, man kann auch von unten hier reingehen, was sehr, sehr praktisch ist. So, wir brauchen Essen. Richtig, das Apple-Logo meinst du. Das Apple-Logo heißt Essen. Wir brauchen Essen. Und ich werde mir jetzt gleich mal einen gekochten Glubscher machen. Einen guten, gekochten Glubscher. Wer kennt ihn nicht? Äußerst nahrhafte. Naja, nicht so nahrhaft, aber lass uns mal dabei. Hallo, Vuseline. So, was haben wir denn sonst noch? Titan, genau. Erstmal Titan herstellen. Was für ein Schrott? Was für ein Schrott? Du meinst Titan? Mach ich doch. Bin dabei, ich bin dabei. So weit waren wir schon. So weit war ich schon. Ich hatte auch schon den erweiterten Sauerstofftank. Das ist der Grund, warum ich hier ständig kaputt gehe. Also Vuseline, hast nicht viel verpasst. Super lecker zubereitet, ich meine ganz im Ernst. So, was haben wir hier? Standard-Tauchflasche. Rams. So, was brauchen wir noch? Tauchflasche mit hoher Kapazität. Gibt's die? Kann ich die... Ah, ich muss es erst schließen, damit es vorhanden ist. Ah. Standard-Tauchflasche und Silbererz. Okay. Also, wir brauchen Silbererz, wir brauchen Silikongummi. Ich weiß ja diesmal, wo es Silikongummi gibt. Und wir machen uns schon mal eine Batterie. Warum? Weil wir es können. So. Gut. Den Rest packen wir erstmal hier rein. Ich habe jetzt nicht so übertrieben wie das letzte Mal. Also halten wir fest, wir brauchen Silber. Wir brauchen noch ein bisschen Schwefel. Und wir brauchen definitiv... Wir brauchen definitiv... Endlich den Tag wieder. Denn es ist mitten in der Nacht, oder? Ich finde es übrigens interessant, wie lang es dauert, bis er runter geht ins Wasser, aber wie schnell es geht, bis er hier raufkommt. Röms! Und schon ist er da! Ich meine, das oben aussteigen geht schneller als unten durch die Luke. Eieiei. Aber die für den Death Counter, ja, richtig. Dann noch einen Boomerang mitnehmen. Und wir müssen Silber finden. Silber finden wir natürlich nur in den. Ich bin natürlich auch ein Esel. Bin natürlich ein Esel. Ich habe mir schon eine Taucherflasche gemacht. Oh. Die gebe ich euch schon an. Ich dachte, die Musik. Okay. Ja, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich hab's verpackt. So. Was haben wir denn hier? Haben wir jetzt in die Höhle? Übrigens, man sieht es jetzt. Man haben jetzt auch 70 Sauerstoff. Das ist ja, ja ein halbes Leben. Ja, haben wir hier Silber? Nein. Ich brauche Silber, 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 ja. Mann! Wo habe ich denn das letzte Mal Silber gefunden? War ich da weit weg oder ist es random einfach? Ich meine, andererseits, wir können auch erstmal drüber gehen, weil da gibt es Silikon. Wäre vielleicht auch gar nicht so blöd. Ein bisschen weit. Wir sind eh schon ein bisschen weit weg. Jetzt soll ich nicht ganz so weit weggehen, bevor ich dann wieder angegriffen wird von irgendwelchen Beutelrüsslern. Norchelrüsseln. Silber bekommt man von Silbereisen. Sehr gut. Niemand möchte den Silbereisen hier haben. Oh, der greift mich an! Der greift mich an! Flucht! Flucht! Ich vernebel ihm die Sicht! Du Mistvieh!
Okay, also da komme ich erstmal nicht hin. Oder wenn, dann muss ich hier ein bisschen ausweichen. Das ist Mistvieh. Ah, New Creature Discovered. Ein Blasenfisch. Noch ein Blasenfisch. Die man dazu verwenden kann, Blasen zu machen. Nein, Quatsch, Wasser zu machen. Oh, eine Höhle. Was wir hier wohl finden werden. Kupfererz. Okay. Haben wir noch irgendwo Erz? Oh, noch eine Höhle. Oh, mit drei Erzen gleich. Da kommt bestimmt jetzt wieder so ein Typ, der mich gleich beschädigt. Gold. Gold. Silber. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Genau das wollte ich haben. Oh je, die arme Katze. Ich werde wieder sterben, meine Güte. So. Und nu? Gehen wir mal darüber. Sind ein bisschen weit weg, aber es geht schon. Wir müssen halt nur ausweichen. Solange wir dem hier ausweichen, ist alles gut. Guck mal, der sammelt den Schrott ein. Brauchen ein Messer, brauchen wir ein Messer. Erhöhte Strahlungswerte? Wie erhöhte Strahlungswerte? Ich schwimme doch eher weiter weg, dachte ich. Oder auch nie. Oh Gott, das sind aber ganz schön viel von denen. Ich will doch nur das Silikon haben. Könnt ihr euch mal verziehen? Ich habe auch nicht mehr so viel Treibstoff. Ja, ja, das mit der Taste habe ich schon festgestellt. So. Schlingpflanzen. Inventar voll. Okay, wunderbar. So, dann gehen wir wieder zurück und craften uns erstmal Silikonkraffel, weil mit dem Silikon können wir uns wieder Schwimmflossen craften und mit Schwimmflossen haben wir viel mehr Spaß als ohne. Deleted Link, ich hab's immer noch nicht rausgenommen. Mann, ich bin aber auch ein Gummel. So. ja, ist ja gut. So. Fabrikator. So, jetzt wie gesagt, wir können das Ganze jetzt erst mal zu Schmierstoff herstellen, aber ich habe momentan nichts. Also ich weiß nicht, was ich mit Schmierstoff machen soll. Deswegen werde ich jetzt erstmal keinen Schmierstoff herstellen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Gar keinen Sinn. So, aber wir haben jetzt erstmal Silikon, das ist schon mal wichtig. Wir werden uns ein bisschen Wasser herstellen. Und wir werden noch einen Boomerang kochen. Und wir werden noch einen Blasenfisch kochen. Ein super nahrhafter Blasenfisch. So, was kann man noch craften? Antriebskörper. Oh Mist, ich hätte einen Blasenfisch behalten sollen. Notfallauftriebskörper. Oh. Okay, verstehe. Verstehe. Wahrscheinlich hätte ich einfach den Feuerlöscher hier lassen sollen. Oh Mist. Hätte ich den eigentlich irgendwie wegwerfen? Ganz wegwerfen? Hier raus? Nee, okay, dann nicht. Dann nicht. Na Mist. Ich wollte nicht reinlegen. So. Ist hier nicht so intuitiv, mit der linken und rechten Maustaste das Ganze zu machen. Jetzt verrat doch nicht alles, Mensch. Ich will doch selbst drauf kommen. So, Höhlenschwefel und Titan, Reparaturwerkzeug. Bam, 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 bam. Höhlenschwefel. Zack. Zack und Titan. So, wir verarbeiten jetzt erstmal das Zeug, weil das ist so groß. Zack, 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 zack. Mist. Ja. Hab ich den hingeklickt schon wieder? Energie? Wie Energie? Wie Energie? 13 von 75. Moment. Vielleicht sollte ich nicht blind alles herstellen, was ich herstellen kann. Und Überlebensmesser. Yay.
Dann sind wir schon mal safe, oder? Würde ich sagen. So. Dann reparieren wir mal den ganzen Kram. Ich hoffe, dass sich die Energie wieder einschaltet. Oder erholt irgendwann. Medkit-Fabrikator. Der scheint andauernd. Er scheint uns andauernd Medkits zu liefern. Oh, Kommunikator. Hier ist die Aurora. Notsignal empfangen. Haben wir das letzte Mal auch schon gesagt? Ja, ich kann mich erinnern an das 99999. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ah, guck an. Energie erholt sich. Das ist super. Das ist super. So, was brauchen wir noch? Medkit? Nein, da haben wir eins. Wir brauchen Glas. Wir brauchen Glas, Glas, Glas. Glas, Glas, Glas. Haben wir doch alles da. Ich wusste schon, warum ich das alles einsammle. Nein, 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 die Standard-Tauflasche. Nein. Wasted. So ein Mist. So ein Mist. Wollte das eigentlich. Kann man das Zeug irgendwie zerlegen? Das wäre mal interessant. Ich weiß nicht, spoilern, aber das könnt ihr mir mal verraten. Der Entwickler ist ja noch nicht sicher, ob der einzige wie eine Energie aus Lootboxen kommen kann. Meine Güte, EA, ja. Ja, hat sich den Shitstorm mal wieder auf sich genommen. Das ist wirklich. Das ist wirklich unglaublich. So. Wegleiter unbekannt. Okay, da brauchen wir nichts. Wasserdichte Behälter brauchen wir auch nicht. Haben wir sonst noch was? Wir bräuchten als nächstes. Ich muss es gerne mal nachschauen. Wir brauchen als nächstes einen Scanner. Richtig. Den Scanner brauchen wir. Eine Batterie. Batterie haben wir schon hergestellt. Richtig. Batterie haben wir schon hergestellt. Und Röms. Noch einen Scanner. Denn mit dem Scanner können wir alles Mögliche untersuchen. Und mit allem Möglichen untersuchen können wir alle möglichen neue Sachen bauen. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal mit. Hallo? Maus? Dankeschön. So, was mache ich jetzt mit dem Kram? Kann ich den nicht irgendwie. Was mache ich mit dem? Ich wollte den nicht nehmen. Ich hab's verbaselt. Ich nicht. Kann ich das so irgendwie wegschmeißen? Irgendwie. Flieg weg! Flieg weg, kleiner Vogel! Flieg weg, kleine Tauchflasche! Ins Meer schmeißen. Ins Meer schmeißen, sagst du? Wie kann ich das ins Meer schmeißen? Muss ich das dann ins Inventar nehmen wahrscheinlich? Geht nicht. Ah, fallen lassen! Ah! Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann es nur innen drin nicht fallen lassen. Sonst würde man hier alles vollmüllen wahrscheinlich. Okay, Scanner, habe ich den gecraftet? Nein, natürlich nicht. Doch, habe ich gecraftet. So, wir haben Scanner, wir haben das Reparaturwerkzeug, wir haben ein Messer. Gut, wir sind ausgerüstet. Ben, ich habe noch genügend Rimmer-Projekte, aber wie gesagt, solange nicht die Alpha 18 draußen ist, werde ich jetzt vorerst keinen Rimworld mehr spielen, weil ich dann nur genervt wäre, wenn Windegras, das konnte ich doch einsammeln, richtig? Genau, das kann ich einsammeln. Zack, zack, zack. Windegras. Windegras sagen. Super. Hier noch? Haben wir Windegras gescannt? War schon okay. Bist du Scheibenkoralle? Ich hoffe mal, dass ich hier an irgendwas Cooles kommen, wenn ich hier alles scanne. Ich meine, das hat auch schon wirklich sein. Bleib halt mal stehen! Teilstoff kann ich auch scannen, super. So. Losgelöstes Wrackstück, super. Wie gesagt, ich bin schon on fire wegen Rimworld, aber wie gesagt. Macht. Ach, das heißt, Ding heißt Gasopod. Ein Gasopod. Ich find Beutelrüssler viel cooler. Ich nenne den weiterhin Beutelrüssler. Ein Gasopod. Warz kann ich nicht scannen. Aha, toll. Ein Paddelkäfer. Warum ein Paddelkäfer? Warum heißt das Ding Paddelkäfer? Die Käfer sind doch über Wasser. Insekten sind doch nicht.
Hm? Lochfisch, bleib da. Bam, bam, bam. Ein Lochfisch. Yay. Und wir könnten mal was essen. Richtig, ich hab mir was gebraten. Und zwar, wo ist er denn? Einen gekochten Boomerang und einen gekochten Blasenfisch. Interessanterweise gibt der Blasenfisch Wasser. Also, man bekommt weniger Wasser dadurch. Aber wenn man verwendet, bekommt man 20 gefiltertes Wasser. Seltsam. Seltsam. So, was haben wir noch hier unten? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was bist du? Nichts. Ey. Da haben wir noch den Blasenfisch. Komm nur her, Blasenfisch. Zack. Einheimische Lebensform. Blasenfisch. Und noch einer. Komm nur her. Ich werde den ganzen Fauna hier auslöschen. Wenn ich jetzt so weitermache. Ein Boomerang. Dich scanne ich auch gleich. Bleib da. Bleib gefällig stehen. Wenn ich dich scannen will. Danke. So. Wo ist denn unser... Hier ist unser, okay. Also ich denke mal, wir müssen hier unten nochmal in die Höhle rein. Ich möchte nicht allzu weit weg. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt ein Messer. Wah! Wah! Super. Da gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Aber hier gibt es das da. Eine adrige Nessel. Da kann ich mir doch bestimmt auch was abschneiden, oder? Ja. Ja, sehr schön. Adrige Nesselsamen wahrscheinlich. So, was ist hier noch? Ah, Titan. Ah, ein Titan. Noch einen Glubscher mitnehmen. Und jetzt müssen wir eh wieder rauf, oder? Wir sind eh wieder voll. Okay, so gehen wir wieder rauf. Es wird jetzt an der Zeit, dass ich mir langsam ein paar Truhen crafte, glaube ich. Gott, wir sind immer weit von unserem Tauchboot weg. Man hat mir gesagt, wenn ich das Zeug scanne, dann würde ich gegebenenfalls ein mehr Baupläne kriegen. Der Entwickler ist ja noch nicht sicher, ob der einzige in Energie aus Lootboxen kommen kann. Meine Güte, EA, ja. Ja, hat sich den Shitstorm mal wieder auf sich genommen. Es ist wirklich unglaublich. So. Wegleiter unbekannt. Okay, da brauchen wir nichts. Wasserdichte Behälter brauchen wir auch nicht. Haben wir sonst noch was? Wir bräuchten als nächstes. Ich muss es gerne mal nachschauen. Wir brauchen als nächstes einen Scanner. Richtig. Den Scanner brauchen wir. Eine Batterie. Batterie haben wir schon hergestellt. Richtig, Batterie haben wir schon hergestellt. Und Röms. Noch einen Scanner. Denn mit dem Scanner können wir alles Mögliche untersuchen. Und mit allem Möglichen untersuchen können wir alle möglichen neue Sachen bauen. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal mit. Hallo? Maus? Dankeschön. So, was mache ich jetzt mit dem Kram? Kann ich den nicht irgendwie... Was mache ich mit dem? Ich wollte den nicht nehmen. Ich hab's verbaselt. Ich nicht... Hätte ich das so irgendwie weggeschmeißen? Irgendwie? Flieg weg! Flieg weg, kleiner Vogel! Flieg weg, kleine Tauchflasche! Hm. Ins Meer schmeißen? Ins Meer schmeißen, sagst du? Wie kann ich das ins Meer schmeißen? Muss ich das dann ins Inventar nehmen wahrscheinlich? Rup, geht nicht. Ah, fallen lassen! Ah! Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann es nur innen drin nicht fallen lassen. Sonst würde man hier alles vollmüllen wahrscheinlich. Okay, Scanner, habe ich den gecraftet? Nein, natürlich nicht. Doch, habe ich gecraftet. So, wir haben Scanner, wir haben das Reparaturwerkzeug, wir haben ein Messer. Gut, wir sind ausgerüstet. Ben, ich habe noch genügend Rimmer-Projekte, aber wie gesagt, solange nicht die Alpha 18 draußen ist, werde ich jetzt vorerst keinen Rimmer mehr spielen, weil ich dann nur genervt wäre, wenn... Windegras, das konnte ich doch einsammeln, richtig? Genau, das kann ich einsammeln. Zack, zack, zack. Windegras. Windegras-Samen. Super. Hier noch. Haben wir Windegras gescannt? War schon okay. Bist du Scheibenkoralle? Ich hoffe mal, dass ich hier an irgendwas Cooles komme, wenn ich hier alles scanne. Ich meine, das hat auch schon wirklich sein... Bleib halt mal stehen!
Teilstaub kann ich auch scannen. Super. So. Losgelöstes Wrackstück. Super. Wie gesagt, ich bin schon. So. Schlingpflanzen. Inventar voll. Okay, wunderbar. So, dann gehen wir wieder zurück und craften uns erstmal Silikonkraffel. Weil mit dem Silikon können wir uns wieder Schwimmflossen craften. Und mit Schwimmflossen haben wir viel mehr Spaß als ohne. Deleted Link, ich hab's immer noch nicht rausgenommen. Mann, ich bin aber auch ein Gummel. So. Ja, ist ja gut. So. Fabrikator. So, jetzt, wie gesagt, wir können das Ganze jetzt erstmal mal zu Schmierstoff herstellen. Aber ich habe momentan nichts. Also, ich weiß nicht, was ich mit Schmierstoff machen soll. Deswegen werde ich jetzt erstmal keinen Schmierstoff herstellen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Gar keinen Sinn. So, aber wir haben jetzt erstmal Silikon. Das ist schon mal wichtig. Wir werden uns ein bisschen Wasser herstellen. Und wir werden noch einen Boomerang kochen. Und wir werden noch einen Blasenfisch kochen. Ein super nahrhafter Blasenfisch. So, was kann man noch craften? Antriebskörper. Oh Mist, ich hätte einen Blasenfisch behalten sollen. Notfallauftriebskörper. Oh. Okay, verstehe. Verstehe. Wahrscheinlich hätte ich einfach den Feuerlöscher hier lassen sollen. Oh Mist. Hätte ich den eigentlich irgendwie wegwerfen? Ganz wegwerfen? Hier raus? Nee, okay, dann nicht. Na Mist! Wollte nicht reinlegen. So, ist hier nicht so intuitiv mit der linken und rechten Maustaste, das Ganze zu machen. Jetzt verrat doch nicht alles, Mensch! Ich will doch selbst drauf kommen! So, Höhlenschwefel und Titan, Reparaturwerkzeug. Bam, 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 bam. Höhlenschwefel. Zack. Zack. Und Titan. So. Wir verarbeiten jetzt erstmal das Zeug, weil das ist so groß. Zack, 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 zack. Mist. Ja. Hab ich den hingeklickt schon wieder? Energie? Wie Energie? Wie Energie, 13 von 75. Moment. Vielleicht sollte ich nicht blind alles herstellen, was ich herstellen kann. Wir haben noch gar nicht... Oh Mann, wir haben noch gar nicht den Extended Oxygen Tank. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen häufiger auftauchen. Bevor wir mal hier neu erkunden gehen. Was ich jetzt an dieser Stelle schon mal feststelle, das Spiel hat eine zufallsgenerierte Karte. Ja, es sieht nämlich alles anders aus als das letzte Mal und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Oder es sieht genau gleich aus und ich weiß einfach nicht, ich kenne mich vielleicht einfach nicht aus, kann auch sein. ein bisschen Metallschrott. Vielleicht ist aber auch doch das gleiche. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, hallo Ben. Zerbricht den Kalkstein. Oh ja. Ja. Zack, zack. Und? Haben wir noch irgendwo Kalkstein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich erstmal runter. Es geht nämlich direkt unterhalb so eine kleine Höhle. Und in der Höhle hier unten gibt es jede Menge Zeug. War hier. Ich hoffe, dass ich nicht gleich wieder in die Luft gesprengt wird von irgendwas. Außerdem vermisse ich noch unsere Beutelrüssler. Komm, komm. Stielauge. Schwarz, verglast. Oh, 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 oh. Ja, toll. Und er hat sich wieder in die Luft gesprengt von mir. Sehr gut. Sehr gut. Ein
Free-to-Play-Klon von Age of Empires. Ja, das heißt Zero HD. Zero AD. Das ist relativ cool. Das versuche ich meiner Frau schon die ganze Zeit aufzudrehen, weil meine Frau ist begeisterte Age of Empires-Zockerin. Und, ja. Deswegen. Bist du? Kaltstandabstoß? Okay. Kupfer. Müssen wir gleich wieder rauf. Wenn ich rausfinde, hoffentlich. Oh oh. Oh oh, ich muss wieder raus. Ich muss wieder raus. Hallo, wo geht's raus? Verdammte Scheiße. Na toll. Na toll, prima. Ich habe mich in der ersten Höhle, wo ich bin, einfach Vollgas verfranst und verlaufen. Toll. Ganz, ganz toll. Oh mein Gott. Das fängt ja schon wirklich gut an. Prima. Prima, echt. Meine Güte. Oh. Gut, dann nochmal runter. Die Eier kann ich erstmal wegschmeißen. Nicht spoilern schon wieder. Lass mir meine Fehler selber machen. Durch den Tunnel. Oder durch die Muschel, besser gesagt. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Was haben wir denn alles? Wir sind fast voll. Ich würde noch ein bisschen Schwefel mitnehmen. Ja, ja, das mit Leertaste habe ich schon festgestellt. So. Schlingpflanzen. Inventar voll. Okay, wunderbar. So, dann gehen wir wieder zurück und craften uns erstmal Silikonkraffel. Weil mit dem Silikon können wir uns wieder Schwimmflossen craften. Und mit Schwimmflossen haben wir viel mehr Spaß als ohne. Deleted Link, ich hab's immer noch nicht rausgenommen. Mann, ich bin aber auch ein Gummel. So. Ja, ist ja gut. So. Fabrikator. So, jetzt wie gesagt, wir können das Ganze jetzt erstmal mal zu Schmierstoff herstellen, aber ich habe momentan nichts. Also ich weiß nicht, was ich mit Schmierstoff machen soll. Deswegen werde ich jetzt erstmal keinen Schmierstoff herstellen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Gar keinen Sinn. So, aber wir haben jetzt erstmal Silikon, das ist schon mal wichtig. Wir werden uns ein bisschen Wasser herstellen. Und wir werden noch einen Boomerang kochen. Und wir werden noch einen Blasenfisch kochen. Ein super nahrhafter Blasenfisch. So, was kann man noch craften? Antriebskörper. Oh Mist, ich hätte einen Blasenfisch behalten sollen. Notfallauftriebskörper. Oh. Okay, verstehe. Verstehe. Wahrscheinlich hätte ich einfach den Feuerlöscher hier lassen sollen. Oh Mist. Kann ich den eigentlich irgendwie wegwerfen? Ganz wegwerfen? Hier raus? Nee, okay, dann nicht. Dann nicht. Na Mist! Ich wollte nicht reinlegen. So, bisschen nicht so intuitiv mit der linken und rechten Maustaste, das Ganze zu machen. Jetzt verrat doch nicht alles, Mensch! Ich will doch selbst drauf kommen! So, Höhlenschwefel und Titan, Reparaturwerkzeug. Bam, 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 bam. Höhlenschwefel. Zack. Zack. Und Titan. So. Wir verarbeiten jetzt erstmal das Zeug, weil das ist so groß. Zack, 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 zack. Mist. Ja. Hab ich den hingeklickt schon wieder? Energie? Wie Energie? Alpha 18 draußen ist, werde ich jetzt vorerst keinen Rimworld mehr spielen, weil ich dann nur genervt wäre, wenn Windegras, das konnte ich doch einsammeln, richtig? Genau, das kann ich einsammeln. Zack, zack, zack. Windegras. Windegras sagen. Super. Hier noch? Haben wir Windegras gescannt? Mal schauen, okay. Bist du Scheibenkoralle? Ich hoffe mal, dass ich hier an irgendwas Cooles kommen, wenn ich hier alles scanne. Ich meine, das hat auch schon wirklich sein. Bleib halt mal stehen!
Teilstaub kann ich auch scannen. Super. So. Losgelöstes Wrackstück. Super. Wie gesagt, ich bin schon on fire wegen Rimworld, aber wie gesagt, macht. Ach, das heißt, Ding heißt Gasopod. Ein Gasopod. Ich find Beutelrüssler viel cooler. Ich nenne den weiterhin Beutelrüssler. Ein Gasopod. Warte, kann ich nicht scannen. Aha, toll. Ein Paddelkäfer. Warum ein Paddelkäfer? Warum heißt das Ding Paddelkäfer? Die Käfer sind doch über Wasser. Insekten sind doch nicht. Lochfisch, bleib da. Bam, bam, bam. Ein Lochfisch. Yay. Und wir könnten mal was essen. Richtig, ich hab mir was gebraten. Und zwar, wo ist er denn? Einen gekochten Boomerang und einen gekochten Blasenfisch. Interessanterweise gibt der Blasenfisch Wasser. Also, man bekommt weniger Wasser dadurch. Aber wenn man verwendet, bekommt man 20 gefiltertes Wasser. Seltsam. Seltsam. So, und was haben wir noch hier unten? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was bist du? Nichts. Ey. Da haben wir noch den Blasenfisch. Komm nur her, Blasenfisch. Zack. Einheimische Lebensform. Blasenfisch. Und noch einer. Komm nur her. Ich werde die ganze Fauna hier auslöschen, wenn ich hier so weitermache. Ein Boomerang. Dich scanne ich auch gleich. Bleib da. Bleib gefälligst stehen, wenn ich dich scannen will. Danke. So. Wo ist denn unser... Hier ist unser... Okay. Also ich denke mal, wir müssen hier unten nochmal in die Höhle rein. Ich möchte nicht allzu weit weg. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt ein Messer. Wah! Wah! Super. Da gibt es nichts. Schmeißen. Irgendwie. Flieg weg! Flieg weg, kleiner Vogel! Flieg weg, kleine Tauchflasche. Ins Meer schmeißen. Ins Meer schmeißen, sagst du? Wie kann ich das ins Meer schmeißen? Muss ich das dann ins Inventar nehmen wahrscheinlich. Geht nicht. Ah, fallen lassen. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ich kann es nur innen drin nicht fallen lassen. Sonst würde man hier alles vollmüllen wahrscheinlich. Okay, Scanner, habe ich den gecraftet? Nein, natürlich nicht. Doch, habe ich gecraftet. So, wir haben Scanner. Wir haben das Reparaturwerkzeug. Wir haben ein Messer. Gut, wir sind ausgerüstet. Ben, ich habe noch genügend Rimmel-Projekte, aber wie gesagt, solange nicht die Alpha 18 draußen ist, werde ich jetzt vorerst keinen Rimmel mehr spielen, weil ich dann nur genervt wäre, wenn Windegras, das konnte ich doch einsammeln, richtig? Genau, das kann ich einsammeln. Zack, zack, zack. Windegras. Windegras sagen. Super. Hier noch? Haben wir Windegras gescannt? War schon okay. Bist du Scheibenkoralle? Ich hoffe mal, dass ich hier an irgendwas Cooles komme, wenn ich hier alles scanne. Ich meine, das hat auch schon wirklich sein... Bleib halt mal stehen! Teilstaub kann ich auch scannen. Super. So. Losgelöstes Wrackstück. Super. Wie gesagt, ich bin schon on fire wegen Rimworld, aber wie gesagt, macht. Ach, das heißt, Ding heißt Gasopod. Ein Gasopod. Ich find Beutelrüssler viel cooler. Ich nenne den weiterhin Beutelrüssler. Ein Gasopod. Warte, kann ich nicht scannen. Aha, toll. Ein Paddelkäfer. Warum ein Paddelkäfer? Warum heißt das Ding Paddelkäfer? Die Käfer sind doch über Wasser. Insekten sind doch nicht... Lochfisch, bleib da. Bam, bam, bam. Ein Lochfisch. Yay. Und wir könnten mal was essen. Richtig, ich hab mir was gebraten. Und zwar, wo ist er denn? Einen gekochten Boomerang und einen gekochten Blasenfisch.
Interessanterweise, es gibt der Blasenfisch Wasser, also man bekommt weniger Wasser dadurch, aber wenn man verwendet, bekommt man 20 gefiltertes Wasser. Seltsam. Seltsam. So, und was haben wir noch hier unten? Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was ist